Hallo, mein Name ist Daquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Turkestan und der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 24 und wir stehen auf Rang 5 mit 154 Siegpunkten. Und der Krieg gegen Alaska und gegen British Columbia geht weiter und wir brechen weiter durch. Alaska ist quasi besiegt, sie haben keine Truppen mehr übrig, keine nennenswerten Armeen mehr. Ihre letzte Armee wurde hier bei Chimiao geschlagen. Sie haben auch versucht, dann noch einen Gegenangriff zu fahren gegen uns, den Kessel zu brechen. Wir konnten dann entsprechend über 30.000 Truppen in Chimiao sammeln, plus noch die Truppen hinterher schicken. Die Artis waren da und ihre Armee wurde restlos zerstört. Die Verluste sind hoch, wir können das ganz kurz zeigen. Sie liegen bei ihnen bei 335.000, bei uns bei 220.000. Das heißt, wir konnten seit den letzten anderthalb Tagen etwa über 100.000 Truppen zerstören, bei kaum eigenen Verlusten. Ihre Front ist gebrochen. Und wir rücken auch sehr gleichmäßig vor, was sehr wichtig für mich war. Wir nehmen viele große Provinzen sehr schnell ein, dank unserer Panzerwagen. Alaska ist hier im generellen Rückzug gerade. Sie verlieren auch ihre wichtigen Produktionsprovinzen. Hier zum Beispiel, das ist eine Level 4-Fabrik, die wir sogar noch eingenommen haben im Bau. Das war nicht mein Projekt, das war ihr Projekt. Also wir klauen auch richtig viele Ressourcen von ihnen und ihre Produktion kommt dadurch völlig zum Erliegen. Wir stehen auch jetzt kurz davor, tatsächlich die Küste zu erreichen. Es fehlen nur noch drei Provinzen bis hier drüben zur Küste. Das wäre natürlich sehr schön. Ob das möglich ist, wird sich zeigen. Aber wir werden unser Bestes geben. Es stellt sich hier erstmal nichts mehr in den Weg. Und für die Armee aus British Columbia ist das ein großes Problem, weil wir jetzt auch kurz davor stehen, diese Armee einzukesseln. Madagaskar ist ebenfalls bereits vor Ort. Wir bringen auch von Norden unsere Artis jetzt nach Süden. Wir werden versuchen, diese Armee anzugreifen. Und somit wird das ein großes militärisches Desaster sein für British Columbia, wenn sie nicht auf diese Gefahr reagieren. Sie versuchen immer noch vorzurücken, aber die Revolten machen das ihnen schwer. Sie verlieren viel und ihre Nordflanke eben ist jetzt frei. Wir können hier durchbrechen, können angreifen und sie haben da keine Chance gegen. Ihre Moral ist schlecht, sie sind weit overextended und ihr Ally zieht sich hier zurück. Unsere überlebenden Truppen aus der Schlacht um Jekaterinburg kommen jetzt ebenfalls heran, die wir noch ein bisschen brauchen. Die werden wir ebenfalls dieser Frontlinie dann beitreten und wir bauen auch neue Truppen, überall neue Artis, neue Panzer werden gebaut, schwere Panzer, leichte Panzer, das volle Programm. Auch wenn unsere Produktion gerade ein bisschen struggelt, weil wir die ganzen neuen Provinzen eingenommen haben, das kommt trotzdem langsam alles zusammen. Als Koalition stehen wir deutlich auf Rang Nummer 1 mit hohem Trend. Das Galactic Empire stürzt hier aktuell ab, das ist gut für uns, ne? Mit dem Alaska, mit ihrem Scheitern hier ist das für sie ein großes Problem, weil die werden dann deutlich abgehängt sein, wenn das alles hier in uns fällt und wenn wir auch ein echt großer Faktor sein, da ist keine Chance, dass die das irgendwie selbst besiegen könnten. Die Frage ist halt, werden die hier vielleicht dem Ganzen dann beitreten, das wird sich dann zeigen, wann die auf dem Weg sein werden Richtung Asien, sind ja noch jetzt nicht weit weg, hier ist der British Columbia schon hier. Das heißt, ich gehe davon aus, sie werden hier irgendwann landen, das müssen wir dann irgendwann mal ansprechen in der Koalition. Weil die werden sicher nicht über diesen Weg gehen, das ist glaube ich zu schwer. Es gibt auch heute, oder es gab generell ein bisschen Unbehagen in der Koalition, muss ich sagen. Also irgendwie Irland und die hier können irgendwie nicht so gut miteinander. Da wurde sich beschwert über Provinzstehlungen und dann wurde irgendwie empfohlen, hier doch mal die Kanadier anzugreifen. Meinte Irland, aber die greifen mich doch gar nicht an, warum soll ich das tun? Also ja, alles ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Da war ich jetzt nicht so happy mit, weil der Weg ist ja ein offensichtlicher, den wir hier gehen müssen. Warum sollten wir einfach jetzt diesen Krieg hier weiterführen? Keine Ahnung, aber zum Glück ist Südafrika jetzt wach, macht hier seine Arbeit. Ich denke, wir kommen doch alle miteinander klar. Hauptsache ich kriege Support, Hauptsache die werden hier drüben nicht überrannt. Dann ist ja schon alles gut und die können sich eben noch dann Russland schnappen, wenn sie wollen. Was jetzt wirklich schlimm wäre übrigens, wäre, wenn Russland mal zurückkommt, online wird. Das wäre ein großes Problem, aber das wird hoffentlich nicht passieren. Das wäre für uns ein ziemliches Desaster. Aber wir kriegen das doch als Koalition sicher alle gemeinsam hin. Der Plan ist jetzt erstmal hier oben bis nach hier vorzurücken, dann hier im Norden diese Linie zu erreichen, bis nach Jakutsk. Im Süden alles von hier bis hier einzunehmen, quasi alles bis auf diese Linie zu erobern, dass wir dann eben so hier stehen. Dann kann man entscheiden, wie man dann die Stoßrichtung weiter ausführen möchte. Dann wird noch ein kleiner Trupp hier oben bis nach Magadan vorrücken. Wenn wir versuchen, im Süden hier bis nach Peking zu kommen, den Mittelteil ein bisschen erstmal ignorieren, hier so ein bisschen den Nord der Mandschurei einnehmen, irgend sowas in der Konfiguration. Und dann aber primär eben den Schwenk nach Süden machen, um die großen Armeen von British Columbia zu stellen. Weil gerade haben wir so einen großen Vorteil strategisch, dass wir eben die Linien durchbrochen haben, dass es keine Feindpräsenz mehr gibt. Das heißt, diese Chance müssen wir nutzen, um jetzt nicht einfach Provinzen einzunehmen, sondern um eben feindliche Armeen auch zu zerstören, damit die feindliche Koalition Armeestärke verliert und wir entsprechend stärker werden. Wir gucken mal in die Zeitung, haben wir heute zufällig einen Armee-Stat haben wir. Wir sehen, dass wir bei 3,79% stehen. Das ist gar nicht mal so viel. Immer noch weniger sogar als British Columbia, also wir sind gar nicht mal so stark, muss man sagen. Wir haben jetzt auch 230.000 Truppen verloren, das war jetzt schon einiges. Zum Glück keine wertvollen Einheiten, keine mechanisierten Einheiten, aber viel Infanterie.
Die braucht eben auch ein paar Tage, um zurückzukommen. Aber wir sehen jetzt hier Alaska bei 1,73%. Das heißt, die werden etwa ein Drittel unserer Stärke. Wir haben 380.000, die werden so um die 100 irgendwas 1.000 haben. Also wirklich fast quasi gar nichts mehr. Das sind keine nennenswerten Einheiten mehr. Primärinfanteristen, die hier gespawnt sind. Ein paar Truppen hier drüben. Der Wert wird ja natürlich auch berechnet auf Angriffswert. Das heißt, Kavallerie und Co. hat dann einen ziemlich großen Effekt. Sie haben noch mal Panzerwagen hier stehen. Aber insgesamt ist Alaska nicht mehr imstande, jetzt eine große koordinierte Armee uns entgegenzustellen. Gerade aufgrund der Größe ihrer Front, die sie jetzt haben, da haben sie keine Chance mehr, wirklich eine effektive Verteidigungslinie zu bauen. Ihre wichtigste Verteidigung wäre ja die Größe gewesen. Gerade die Provinzen im Norden sind extrem nervig. Aber das haben sie gar nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft, uns effektiv abzuwehren. Und das war ihr Desaster. Sie sahen ja eigentlich sogar ganz gut aus. Sie haben es ja geschafft, der Zerstörung am Tag 1 zu entgehen. Wir konnten nur ihre Artis zerstören, die aber jetzt am Ende nicht so relevant gewesen wären, da sie nur 2 hatten. Wir hatten irgendwie 10 an der einen Front gab. Das wäre also kein nennenswerter Faktor gewesen. Aber sie haben es eigentlich geschafft, ihre Einheiten so zu retten. Aber dann eben an Tag 2 und 3 den Gegenangriff gestartet. Und der war dann natürlich für sie ein Desaster. Hätte klappen können, ja, aber es war am Ende ein Desaster. So, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt hier? Wir nehmen das hier ein, das können wir aber auch mit weniger Truppen machen, muss man dazu sagen. Wir können auch mal 10 abziehen, die können dann hier hingehen, die mal zerstören, einfach zurück generell. Dann können wir zumindest das hier einnehmen, dann werden wir quasi diese Linie so nehmen, dass wir Druck auf sie weiter erhöhen. Ihre Moral ist ja immer noch nicht gut hier. Und dann können wir noch das hier einnehmen. Wenn sie quasi hier schon basically eingekesselt sein, weil das ist ja hier in den Philippinen hier. Also wenn wir quasi sie hier schon eingekesselt haben, der einzige Fluchtweg ist dann eben hier entlang. Das kann man auch schnell cutten. Wenn die Philippinen noch da wären, wäre das einfacher. Aber Malaysia zum Glück immer noch da zumindest, aber wird hier gerade ziemlich zerstört. Ich hoffe dann, dass dann, sobald Madagaskar in voller Stärke da ist, sie auch eine eigene Offensive starten. Das könnten sie jetzt schon machen. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Hier ist der Ballon, das ist super, der kann mal mitkommen. Habe ich dafür extra gebaut, hier wollen wir noch einen. Die brauchen nämlich auch dringend die Ballons überall. So. Und dann werden wir halt mit den stärkeren neuen Kräften hier dann entsprechend eine neue Offensive starten. Der schwere Panzer hat übrigens auch überlebt, das ist super. Das war gerade noch so, aber das hat noch geklappt. Dann können wir mit den Einheiten da ebenfalls mitmachen und hier oben eben mit der existierenden Infanterie weitermachen. Ach, ein Spielupdate, dankeschön, das mache ich gleich. Oder am besten jetzt, dann laden wir mal neu. Das ist immer sehr schön, wenn das passiert in der Aufnahme. Ja. Ah, ein ganz anderes Spiel erlebt mir. Dankeschön. So, und genau, wir werden noch Ulaanbaatar einnehmen. Hier weitere Produktionsprovinzen von Alaska, die aber allesamt immer primär eher so auf Level 2, 3 aufgerüstet sind. Hier drüben Aldaan ist noch eine wichtige Provinz von ihnen, die sie auch aufrüsten, die wir aber auch zerstört haben in unserer Spionage. Magadan ist einer ihrer wichtigen Stützpunkte, aber da ist nicht mehr viel übrig. Also sie haben, glaube ich, keine Möglichkeit mehr, irgendwie Nennenswerte zu produzieren hier drüben. Und Alaska selbst ist ja winzig klein, da ist ja gar nicht mehr viel Area. Da können sie zwar auch produzieren, aber nicht so viel. Das heißt, Alaska ist eigentlich schon mehr oder weniger besiegt. Die Frage ist halt, bekommen sie Support aus ihrer Allianz? Wird dann hier Kanada Truppen schicken? Wahrscheinlich eher nicht, weil die ja primär hier drüben präsent sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht Mexiko und Co. Truppen schicken würden. Das könnte ein Problem sein. Eine große, ausgeruhte Heeresgruppe aus Mexiko mit irgendwie 300.000 Truppen, das wäre jetzt ein großer Faktor. Da können wir wenig gegen tun. Das heißt, es ist wichtig, eben so die Front auch möglichst jetzt ein bisschen stauchen. Dann eben den Süden hier so einnehmen, das hier so cutten, damit das alles ein bisschen kleiner wird für uns. Und wir unsere Truppen so ein bisschen mehr zusammenfassen können. Und dementsprechend auch wichtig, dass wir eben ihre Armeen zerstören, damit die nicht mehr dort dann unsere Präsenz erfordern. Aber gemeinsam mit unserer Allianz sollte das hier alles eigentlich möglich sein. Da bin ich mir sehr sicher, dass das hier kein Problem sein sollte. Wir werden es sehen. Es geht eben jetzt primär um Geschwindigkeit hier für uns. Es geht darum, schnell zu sein und dem Feind nicht die Chance zu geben, jetzt hier irgendwie zu recovern. Unsere Fabriken produzieren nicht alle. Die würde ich auch gerne nochmal ausbauen. Das war leider echt schwer mit dem ganzen Geld, das wir gerade nicht haben. Wir können ein bisschen Öl verkaufen, das geht. Und noch ein bisschen Stahl kaufen, so. Dann kann man die nochmal ausbauen, die Fabrik hier. Nicht, dass es viel bringt, aber ein bisschen Fisch ist immer gut. Wir sollten dann noch viele Eisenbahnen nachbauen. Ich habe bereits begonnen mit dem Ausbauprojekt hier. Wir fangen quasi hier drüben an. Und bauen hier schon mal die ersten 5 Eisenbahnen, damit noch viele folgen müssen, um unsere Moral gut hochzubekommen, die Produktion gut hochzubekommen. Auch dann, um eben den demnächst kommenden Expansionsmodus kontern zu können. Ich sehe gerade, wir haben keine Kohle mehr. Das ging aber schnell jetzt hier, meine Güte. So. Ja, unsere Ressourcenlage könnte besser sein. Hier gibt es nochmal viel Getreide, dass wir dann das hier fixen, das ist gut. Kohle gibt es hier auch noch ein bisschen was von. Das sollte also kein Problem sein. Ja, wir werden das alles erreichen. Unsere Moral steigt immer noch ziemlich schnell. Ich werde alsbald auch mal die Hauptstadt verschieben müssen, das ist klar. Irgendwo so hierhin vielleicht, nach Dzungaria. Das ist ein guter zentraler Ort, um auch die Gebiete hier supporten zu können.
Und dann werden die Eisenbahnen hier eben ihr Übriges tun, um da weiterzumachen. Es gibt halt leider keine wirklichen Hauptstädten mehr zum Einnehmen, außer vielleicht hier unten die KI noch. Goyang, mehr ist da nicht, Tokio noch, aber ansonsten kann man da nicht sehr viel holen. Und eine Landung in Amerika selbst wird fürs allererste nicht möglich sein. Es wird eine ganze Weile dauern, weil ich noch davon ausgehe, dass immer ein Gegenangriff kommen wird. Die sind alle sehr stark. Wir sehen nochmal hier die Stats. Die konföderierten Staaten haben 14% der gesamten Militärstärke der Welt. Und nochmal die 12% hier, das ist eine ganze Menge. 26% der Weltstärke sind auf denen hier vereint. Das ist eine ganze Menge. Da haben wir nichts zu melden. Da sind Millionen Truppen. Wenn die hier irgendwo auftauchen, ist erstmal alles wieder anders. Da kann auch Madagaskar nichts dran ändern. Das heißt, wir müssen jetzt schnell weiter ausbauen und neue, frische Armeen bauen. Und dann müssen wir ganz, ganz anders mal vorgehen, gucken, was hier überhaupt möglich ist, ob welche mit AFK geht. Das ist alles die Frage. Und ob wir eben irgendwie auch dann vielleicht sogar den Sieg schon erreichen können. So wäre ja möglich. Mit all dem hier kann man den Sieg auch so erreichen, ohne Landung. Wir müssen halt gut ausbauen und eine gute Arbeit vollbringen. Aber ich denke, das ist schon irgendwie möglich. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.